es eingangs beschlossen haben, nach der Pause starten wir in das weihnachtliche Dresdner mit den Tagesordnungspunkten 10 und 11. Und sobald sie dann ihre bilateralen Unterhaltungen und ihre Konzentration wieder voll und ganz dem Geschehen widmen, können wir hinein starten. Es ist besprochen, dass die Punkte 10, also Verlängerung des Striezelmarktes, und 11, Verlängerung der thematischen Weihnachtsmärkte im Jahr 2020 gemeinsam behandelt werden sollen. Nach unseren Ablaufhierarchien wäre es damit als erstes möglich, sofern gewünscht, dass unter Tagesordnungspunkt 10 der Ergänzungsantrag Linke und unter Tagesordnungspunkt 11 der Änderungsantrag SPD zunächst erstmal eingebracht werden könnten. Danach haben wir mit der Tagesordnung ein Rederecht für Herrn Marc Arendt immer vereinbart und danach treten wir in die Fraktionsrunde ein. So, wird Fraktion Die Linke, Sie machen es in der Debatte, SPD hat sich noch nie gesammelt. Auch in der Debatte. Damit starten wir mit unserem Gastredner. Rederecht ist vom Stadtrat gegeben worden für Herrn Marc Arendt, IHK Dresdner. Und ich darf Herrn Arendt nach vorne bitten zu seinem Redebeitrag. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte. Ich freue mich, dass ich heute vor Ihnen sprechen kann. Ich bin seit 27 Jahren in dieser Stadt Unternehmer. Ich betreibe das Ringhotel Residenz Alt-Dresden und habe mich durch meine Tätigkeit nicht nur im Fachausschuss Tourismus der Industrie- und Handelskammer schon sehr, sehr lange mit den Problemen und Thematiken unserer Branche beschäftigt. Da sind wir auch die Probleme von Händlern, vom Handel, Gastronomie und Tourismus selbstverständlich sehr vertraut und das ist auch der Grund, warum ich heute hier vor Ihnen stehe. Ich will Ihnen mal kurz aktuell schildern, wie es bei uns in der Branche aussieht. In der Hotellerie rechnen wir in Dresden mit Umsatzrückgängen von bis zu 50% bis zum Jahresende. Da sind wir noch relativ gut dabei, weil in anderen deutschen Großstädten ist das wesentlich mehr. Dort ist sehr viel mehr Geschäftstourismus als in Dresden. Was uns besonders Sorgen macht, ist, dass das Reisegruppengeschäft in Dresden seit Frühjahr praktisch tot ist. Darunter leiden besonders auch die ganzen Dresdner Gästeführer, weil es keine Reisegruppen mehr gibt, die man durch die Stadt führen muss. Wir haben seit März keine Großveranstaltungen, Kongresse, Konzerte, Messen, nichts mehr. Geschäftsreisen sind stark eingeschränkt. Auch die öffentliche Hand hat ja ein Reiseverbot ausgesprochen bis zum 31. Oktober. Das sind jedoch alles Dinge, von denen die Großstadthotellerie lebt. Das ist unsere Geschäftsgrundlage und ist daher von uns von existenzieller Bedeutung. Ebenso für die anderen nachgelagerten Branchen. Die Perspektive von Experten in unserer Branche will ich Ihnen auch nicht verschweigen. Man geht davon aus, dass bis Ende nächsten Jahres, vorausgesetzt es passiert nichts und es gibt einen Impfstoff, der Deutschlandtourismus auf dem Niveau des Vorjahres in etwa wieder einpendeln wird. Europäischer Tourismus wird stattfinden, frühestens bis Ende 2022. Überseetourismus noch ein Jahr später. Das heißt, wir brauchen in unserer Branche noch einen sehr, sehr langen Atem, um das Pandemie-Thema zu überstehen. Was bedeutet das jetzt für Dresden? Dresden braucht dringend wieder Reiseanlässe für das Volumengeschäft. Und ein solcher Reiseanlass, und ich sage Ihnen, das ist auch kein Geheimnis, es ist der wichtigste Anlass eigentlich für unsere Branche in dieser Stadt, ist der Striezelmarkt, sind die Weihnachtsmärkte.
Wir haben Ihnen in einem Schreiben an Sie alle noch mal ein paar Zahlen und Fakten mitgeteilt, um auf die außerordentliche wirtschaftliche Bedeutung der Weihnachtsmärkte hinzuweisen. Diese Märkte alleine können das Wirtschaftsjahr für uns nicht mehr retten, aber sie leisten einen entscheidenden Beitrag dazu, Unternehmen und Arbeitsplätze zu erhalten. Die Weihnachtsmärkte sind auch die einzige große Veranstaltung, die wir in diesem Jahr in Dresden noch durchführen könnten. Da ist es besonders wichtig, dass dieser Weihnachtsmarkt auch ausnahmsweise früher beginnt. Wir brauchen eine Woche früher, mit einem Montag vor dem offiziellen Beginn ist kaum einem gedient. Die Hotellerie, die Tourismusbranche, der Handel benötigt das Wochenende vorher, sprich also nach dem Buß- und Betag. Ich weiß, dass es da sehr viel Für und Wider gibt. Ich will Ihnen aber eins sagen. Es gibt Städte in diesem Land, das Erzbistum Freiburg zum Beispiel, das ist sehr viel mehr kirchlich geprägt als Dresden. Verzeihen Sie mir das, wenn ich das mal so formuliere. Die machen das schon seit längerer Zeit. In der Woche vor dem Toten Sonntag wird eröffnet, damit der Tourismus von diesem Wochenende profitieren kann. Am Toten Sonntag wird geschlossen. Und genau so was braucht dieser Tourismus in dieser Stadt auch. Es ist eine Existenzfrage für uns, die Durchführung, aber es ist auch eine Existenzfrage für uns, die Verlängerung dieser Weihnachtsmärkte. Jeder Tag, den wir mehr verkaufen können, der uns mehr Geschäft bringt, und da spreche ich jetzt für Händler, Handel und Tourismus, hilft unsere Existenz zu sichern. Uns ist völlig klar, dass wir den Striezelmarkt und die Weihnachtsmärkte dieses Jahr unter komplett anderen Voraussetzungen stattfinden lassen müssen als bisher. Die Akteure wissen das, sind auch gerne bereit mitzuarbeiten, und ich bitte Sie dringend, wenn die Entscheidung gefallen ist, auch mit diesen Akteuren ins Gespräch zu kommen. Wir brauchen diesen Sachverstand, diesen gegenseitigen Austausch, um einen erfolgreichen Markt stattfinden lassen zu können. Wir müssen diese Chance aber auch von Ihnen bekommen, damit wir sie nutzen können. Andere Städte, wie gesagt, habe ich schon gesagt, beginnen früher, machen das schon länger. Was noch dazu kommt, was viele von Ihnen vielleicht nicht wissen, wir sind auch in direkter Konkurrenz mit sehr vielen ausrichtenden Städten. Es gibt einen regelrechten Weihnachtsmarkt-Tourismus, und derjenige hat die Nase vorn, der das beste Programm und das beste Angebot bieten kann. Wir sind darüber hinaus auch eine der ganz wenigen Städte in Deutschland, die in der Lage sind, einen Weihnachtsmarkt unter Corona-Bedingungen stattfinden zu lassen, weil unsere Innenstadtflächen schlicht und einfach größer sind als beispielsweise in Nürnberg oder in Stuttgart. Dort sind Voraussetzungen gegeben, flächentechnischer Art, da kann man eigentlich gar nicht viel ausweichen. In Dresden kann man das. Wir sollten diesen Vorteil unbedingt nutzen. Am Schluss noch ein persönlicher Appell an Sie. Kommunalpolitik ist bestimmt nicht einfach. Das weiß ich. Die vielen widerstrebenden Interessen, die es gibt, allein auch in diesem Raum, sind mir durchaus bekannt. Aber ich denke mir, dass man hin und wieder vielleicht mal ein bisschen Mut aufbringen muss, um einen eingetretenen oder einen vorgefertigten Pfad zu verlassen. Vielleicht sich auch mal noch Gedanken zu machen, kann man eine Entscheidung vielleicht nicht doch noch revidieren, die vielleicht schon gefallen ist. Wir auf jeden Fall, unsere Branchen, erwarten in diesem konkreten Fall, dass man über Parteigrenzen hinweg entscheidet, zum Wohl der Bürger und zum Wohl der Wirtschaft. Bitte bedenken Sie, es hängen in allen Unternehmen unserer Branchen Arbeitsplätze und Existenzen ab. Nicht zuletzt aber auch Steuereinnahmen für die Landeshauptstadt. Herzlichen Dank. Soweit Herr Arendt, vielen Dank. Wir steigen damit ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die AfD-Fraktion. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Dresdner Striezelmarkt ist der älteste und wohl auch der schönste Weihnachtsmarkt Deutschlands. Er und die thematischen Weihnachtsmärkte locken jährlich tausende Touristen in unsere Stadt, sind aber auch bei den Dresdner und Dresdnerinnen sehr beliebt. Sowohl der Einzelhandel und die Servicebetriebe als auch die Gastronomie und das Hotelgewerbe generieren in dieser Zeit einen großen Teil ihrer Umsätze und ihrer Einnahmen.
Das belegen vielfältige Aussagen der IHK, des Einzelhandelsverbandes und des Tourismusverbandes. Nun wissen wir alle, dass die Dresdner Wirtschaftsbetriebe in den letzten Wochen und Monaten bedingt durch Corona mit vielen Einschränkungen leben mussten und somit viele Existenzen und auch Arbeitsplätze bedroht sind. Eine sinnvolle Verlängerung des Dresdner Striezelmarktes und der thematischen Weihnachtsmärkte wäre somit eine Möglichkeit, das Überleben vieler Dresdner Betriebe und somit auch die Erhaltung von Arbeitsplätzen zu sichern. Natürlich kann man über die vorgeschlagenen Termine zur Verlängerung endlos diskutieren, wie auch in den Ausschüssen schon passiert. Und es wird immer ein Für und Wider geben. Aber die grundsätzliche Frage lautet: Wollen wir eine Verlängerung? Ich darf für meine Fraktion erklären: Ja, wir wollen. Wir wollen die Dresdner Wirtschaft unterstützen und werden somit dem Antrag der FDP zustimmen. Vielen Dank. Als nächstes für die Linksfraktion Herr Scholbach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich denke, es bedarf hier keiner Grundsatzreden über die Bedeutung des Striezelmarktes für unsere Stadt. Und es wird ja der Eindruck erweckt, wir wären völlig frei in der Entscheidung darüber, wann der Striezelmarkt und andere Weihnachtsmärkte beginnen und wann sie enden. Und ich möchte zunächst erst einmal vorausschicken, dass heute niemand mit Sicherheit sagen kann, ob in dieser Stadt im Dezember ein Weihnachtsmarkt durchgeführt werden kann oder nicht. Selbstverständlich ist es wünschenswert, dass der Striezelmarkt und all die anderen Weihnachtsmärkte stattfinden, ohne Frage. Aber ich verweise auf die Großstadt Köln, die vor wenigen Tagen die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr abgesagt hat, Corona-bedingt. Meine Damen und Herren, und deshalb dürfen wir nicht den Eindruck erwecken, wir hätten das alles in der Hand, sondern man muss genau auch deutlich machen, dass da einfach Risiken und Ungewissheiten bestehen, auf die weder der Stadtrat noch der Oberbürgermeister oder Teile der Verwaltung Einfluss haben. Wir wollen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Striezelmarkt stattfinden kann. Deshalb haben wir auch einen Ergänzungsantrag gestellt, nämlich dass unverzüglich ein Hygienekonzept erarbeitet wird, dass unverzüglich die Marktbeschickerinnen und Beschicker Kenntnis erhalten über dieses Konzept, damit sie sich darauf einstellen können. Das ist nämlich wesentlich, weil auch da Unsicherheiten und viele Fragen existieren. Und wir wollen so als Linke dazu beitragen, dass dieser Weihnachtsmarkt stattfinden kann. Nun zur Frage der Dauer. Das Rechtsamt hat am heutigen Tage eine sehr ausführliche Stellungnahme allen Stadträtinnen und Stadträten übersandt. Im zuständigen Fachausschuss wurden da sehr viele Fragen aufgeworfen. Das Rechtsamt hat sich damit auseinandergesetzt. Und das Rechtsamt hat auch sehr deutlich Position bezogen und auf die unterschiedlichen Risiken hingewiesen. Ich möchte bezüglich des Striezelmarktes aus dieser langen Stellungnahme einfach die Quintessenz zitieren. Das Rechtsamt führt also aus, nach längerer Abwägung, unter diesem Gesichtspunkt wäre es gegebenenfalls denkbar, den Striezelmarkt um 3 Tage mit Beginn zum 23. November 2020 zu verlängern. Dies sieht die Änderung zum Antrag zur Beschlussempfehlung vom 26. August 2020 vor. Eine darüber hinausgehende Erweiterung, wie im Ursprungsantrag zum 19. November 2020 avisiert, lässt sich keinesfalls argumentieren. Zitat Ende. Im nächsten Absatz, und das sei der Vollständigkeit halber angemerkt, macht das Rechtsamt aber auch darauf aufmerksam, dass selbst die Verlängerung um diese 3 Tage mit Risiken verbunden ist. Wir sind dazu bereit, diese Risiken einzugehen, weil wir in dieser Situation es für vernünftig halten und für sachlich auch nachvollziehbar halten, den Wunsch, den Striezelmarkt zu verlängern. Aber wir können auch nicht sehenden Auges
ins Messer, ins offene Messer laufen und hier sehenden Auges ganz offenkundig rechtswidrige Dinge beschließen. Und deshalb halte ich es für richtig, den Striezelmarkt am 23. November, also nach dem Totensonntag, beginnen zu lassen. Und insofern werden wir dem Ausschussbericht da auch unsere Zustimmung geben. Der zweite Punkt, das sind die thematischen Weihnachtsmärkte. Und dort wird das Rechtsamt dann ganz und gar deutlich. Ich zitiere erneut: Das gemäß Beschlussvorschlag formulierte Ansinnen der Verlängerung der thematischen Weihnachtsmärkte Dresdens vom 19. November bis 3. Januar und das gemäß Beschlussempfehlung vom 26. August 2020 formulierte Ansinnen der Verlängerung der thematischen Weihnachtsmärkte Dresdens vom 23. November bis 3. Januar ist mit dem Vergaberecht nicht vereinbar. Eine entsprechende Beschlussfassung und Durchführung wäre wettbewerbswidrig, so das Rechtsamt im Schreiben vom heutigen Tag. Und das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Es ist hier nicht eine Frage des politischen Wollens. Es ist keine Frage der politischen Opportunität, sondern wir haben hier ganz klar aufgezeigt bekommen, wo Grenzen liegen und die haben wir zu beachten. Sollte der Stadtrat gleichwohl heute anders votieren, würde der Oberbürgermeister dieser Entscheidung widersprechen müssen, weil sie rechtswidrig wäre. Das kann niemand wollen. Wir würden auch neue Unsicherheiten schaffen und insofern Verlängerung des Striezelmarktes um die 3 Tage, das ist richtig. Lassen Sie uns ein Hygienekonzept in Auftrag geben und ansonsten den Empfehlungen des Rechtsamtes Folge leisten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir setzen fort in der Fraktionsrunde, SPD-Fraktion, Frau Sturm. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Stream, sehr geehrter Herr Arendt, ich nehme das, was Sie hier berichtet haben, sehr, sehr ernst. Leider sind ja unsere bilateralen Gespräche in der Vergangenheit etwas eingeschlafen. Das war mal vor 3, 4 Jahren anders. Und ich nehme diese Sorgen, Nöte und Ängste, die Sie hier gerade eben an uns formuliert haben, sehr, sehr ernst und nehme die mit. Der Herr Scholbach hat jetzt uns einiges vorweggenommen. Ich möchte jetzt ganz gerne unser Abstimmungsverhalten zu den Punkten 10 und 11 erklären. Wir stimmen beim Punkt 10, Verlängerung des 586. Striezelmarktes, dem federführenden Ausschussbericht der Wirtschaftsförderung zu. Aber beim Tagesordnungspunkt 11 möchte ich jetzt unseren Änderungsantrag einbringen, weil wir sind der Meinung, dass wir uns tatsächlich, wie es Herr Scholbach eben ausgeführt hat, nicht rechtswidrig verhalten können. Und ich möchte auch den Oberbürgermeister auffordern, Widerspruch gegen den Beschluss einzulegen, sollte der bis 3.1. verlängert werden. Ich möchte aber gleichzeitig damit auch ankündigen, dass ich glaube 21 oder 22 schreiben wir diese Weihnachtsmärkte neu aus. Und ich möchte jetzt schon mal an die Ausschussmitglieder appellieren, dass wir dort alle ein Auge drauf haben, dass wir für die zukünftigen Jahre dort ein Höchstmaß an Flexibilität vielleicht einbinden. Aber ich halte es schlichtweg für falsch, wir halten es schlichtweg für falsch und auch für ungerecht allen anderen Bewerbern gegenüber, jetzt eine solche Verlängerung rechtswidrig durchzusetzen. Des Weiteren sind wir auch dagegen, diese 3 Tage oder diese 14 Tage, die was auch immer Sie dann beschließen wollen, wo Sie Ihre Zustimmung geben wollen, konzessionsfrei, also diese Sondernutzung nicht abzuführen. Wo Geld verdient, soll bitte auch Geld an die Stadt gezahlt werden. Und ich denke, dass wir, was das Aufheben von Sondernutzung betrifft, in der Vergangenheit großzügig waren. Ich möchte vielleicht auch noch mal was aus dieser tourismuspolitischen Sicht sagen, Herr Arendt, weil Sie das auch so angesprochen haben. Ich glaube, alle, egal ob links oder rechts, wir im Aufsichtsrat der Dresden Marketing GmbH sitzen und dort führen wir nämlich solche Gefechte gar nicht. Dort denken wir wirklich nur im tourismuspolitischen Sinne. Glaube ich, sind wir uns einig, dass die DMG weiterhin die Branche unterstützen wird, unterstützen muss, komme, was wolle. 30% der Arbeitsplätze hängen in Dresden vom Tourismus ab, das ist uns klar. Und Sie können sich dort auch auf uns verlassen, aber wir stimmen nicht zu, rechtswidrig zu handeln. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes FDP-Fraktion das Wort gewünscht, Herr Maloney. Ich muss mich auch entschuldigen, dass ich nie die Einbringung am Anfang angeboten habe.
aber das kann man jetzt nachholen. Ich sehr gern an. Ist auch gar nicht so schlimm, weil, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, die Einbringung, die seitens Herrn Ahren gemacht wurde, hätte ich nicht besser machen können. Die Argumente sind alle gekommen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass diese Initiative eine sehr große und breite Unterstützung aller beteiligten Akteure der Weihnachtsmärkte genießt, sei es die IHK, die DEHOGA, Handelsverband, Kunsthandwerker, Schausteller. So eine breite Unterstützung von mehreren Verbänden mit doch durchaus unterschiedlichen Interessen, da war ich selber sehr, sehr positiv überrascht. Bevor wir noch mal kurz zu dieser rechtlichen Einschätzung kommen, möchte ich noch mal ein paar Dinge erwähnen. Und zwar entsprechend einiger Medienberichte scheint ja die Verwaltung, und das wurde uns ja auch im Ausschuss für Wirtschaftsförderung so gesagt, daran zu arbeiten, die bisherigen Festlegungen der Gestaltungsvarianten der Märkte zu verändern, die Märkte zu entzerren. Das Wort Entzerrung der Märkte war eine sehr häufige Rede. Und wenn wir über Entzerrung reden, sollten wir nicht nur räumlich, sondern eben auch zeitlich entzerren. Das hat auch ein bisschen was mit gesellschaftlicher Teilhabe zu tun, denn wenn es ganz ungünstig kommt, und danach sieht es momentan aus, wir haben einen eingezäunten Weihnachtsmarkt mit Besucherzahlenbeschränkungen, dann geht es nämlich auch die Frage, wenn er verlängert wird, können auch mehr Leute die Weihnachtsmärkte besuchen. Wir müssen, wurde richtig gesagt, für Bürgerinnen und Bürger, für die Akteure Klarheit schaffen. Ich möchte über zum Thema Rechtssicherheit noch Folgendes sagen. Rechtswidrig ist es dann, wenn jemand klagt, wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt und wenn das Gericht entscheidet. Und was ich garantieren kann, und dafür legen ich und auch die Verbände die Hand ins Feuer, dass keiner der beteiligten Akteure klagen wird. Und sorry, welcher Richter wird denn sagen, weil wir jetzt den Weihnachtsmarkt etwas verlängern, kommt dann jemand und sagt, na, wenn ich gewusst hätte, dass der Weihnachtsmarkt 3 Tage länger wäre, dann hätte ich natürlich mich selber mitbeworben. Absoluter Käse, absoluter Blödsinn. Es wird auch öfter über das Wort Tradition gesprochen. Tradition des Dresdner Striezelmarktes. Zuerst mal die Tradition, das sind die Dresdnerinnen und Dresdner, die Besucher der Weihnachtsmärkte, und das sind auch die Akteure, die diese Märkte gestalten. Das sind die, die die Tradition ausmachen. In diesem Jahr ist alles anders. Und da muss man auch an der einen oder anderen Stelle mal ausnahmsweise mit Tradition brechen. Im Übrigen, wenn Sie sagen, der Dresdner Striezelmarkt hat eine Tradition und muss immer so sein, wie er mal war. Der erste Dresdner Striezelmarkt dauerte genau einen Tag, war ein reiner Fleischmarkt, und ich glaube, das will heute keiner. Lassen Sie uns in diesem Jahr mal eine Ausnahme ermöglichen. Wir müssen hier einen ersten Schritt machen und eine zeitliche Regelung festlegen. Und ich möchte noch mal auf ein was hinweisen. Und zwar mit vielen Veränderungen, die kommen, die das grundsätzliche Wesen der Weihnachtsmärkte, Struktur, Aufbau verändern, kann es sein, dass sowieso grundsätzlich eine neue Ausschreibung stattfinden muss. Das Risiko besteht auch. Und da könnten wir uns hier an dieser Stelle zeitlich festlegen. Wir können heute ein Signal setzen, wollen wir kämpfen für die Akteure auf den Weihnachtsmärkten? Oder ruhen wir uns auf einer, leider etwas zu spät, und ich bin der SPD dankbar dafür, dass sie ihren Bürgermeister dafür etwas gerügt hat, eingereichten Rechtsgutachten, können sagen, okay, aus lauter Angst halten wir uns daran. Und ich halte dieses Argument auch für absolut vorgeschoben, auch seitens der SPD. Ich möchte mal an einige Äußerungen von Frau Vorwieser erinnern, die gesagt hat, na, da können wir ja gleich Ostern die Weihnachtsmärkte aufmachen. Das ist wahrscheinlich Ihre Empathie. Das ist Ihre Empathie, mit der Sie Gemeinwohlökonomie starten wollen, Frau Vorwieser. Und ich habe die Worte vorhin auch sehr wohl gehört, wie toll wir im Aufsichtsrat der DMG zusammenarbeiten, konstruktiv und so weiter. Es wäre schön, wenn Sie Ihren Worten, die Sie in diesem Gremium starten, auch beim Abstimmungsverhalten mal Taten folgen lassen würden. So. Also wir bitten darum, dass dem Antrag, und zwar in seiner Ursprungsform, zugestimmt wird. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes die Freien Wähler, Herr Genschmer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Für uns als Freie Wähler war es auch eine schwere Entscheidung. Am Dienstag zur Fraktionssitzung sah es noch so aus, dass wir ein unterschiedliches Abstimmungsergebnis hier präsentieren würden, weil für uns natürlich der Totensonntag, die Weihnachtszeit, wie gesagt, im Anschluss zum Totensonntag eigentlich beginnt. Aber wir leben in besonderen Zeiten, und die Rede des
IHK-Vertreters hat uns dazu geführt, beiden Anträgen, Originalanträgen, die Zustimmung zu geben. Solange das Rechtsamt noch Bedenken hat, die am Ende auch von Steuergeldern bezahlt werden, kann die Krise noch nicht groß genug sein. Wir leben in Zeiten, wo viele um ihre Existenz kämpfen. Wir können in Dresden dankbar sein, dass wir den Striezelmarkt, die Weihnachtsmärkte haben, die ein wesentlicher Bestandteil der einheimischen, aber auch der sächsischen Wirtschaft sind, weil wer die Händler auf den Märkten sieht, weiß, dass es sehr viele Händler gibt, die hier direkt aus Dresden kommen, aus dem Osterzgebirge, aus dem Erzgebirge, die sich auf diesen Tag freuen und die einen kleinen Beitrag zu dem Verlust, den sie jetzt seit diesen 6 Monaten eingefahren haben, vielleicht so ein bisschen aufholen können. Es ist eine schwere Zeit und ich glaube, das ist auch nie eine ideologische Diskussion. Wenn ich heutzutage in irgendein Geschäft gehe und sehe heute schon die Pfefferkuchen stehen, das gefällt mir auch nicht. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Für mich geht Weihnachten oder die Weihnachtszeit so langsam los, wenn die Zeit umgestellt wird. Wenn es früh wieder hell, wenn es abends wieder dunkel ist, dann geht man, so weiß man, jetzt geht es langsam auf Weihnachten zu. Aber die richtige Zeit, das habe ich von meinen Eltern schon mitgekriegt, dass man, ich sag mal, die Wohnung schmückt etc., fängt an nach dem Totensonntag, die Woche nach Totensonntag. Aber wir leben in Extremzeiten. Wir alle hier können noch dankbar sein, dass wir unsere Entschädigung hier im Stadtrat bekommen und sollten alle mal ein bisschen Dankbarkeit zeigen. Wir sollten alle mal für die denken, die sich dort 3, vielleicht 4 Wochen ihre Wochenenden um die Ohren legen, für die Dresdner Steuern einnehmen, Steuern zahlen. Und aus dem Grund, wir als Freie Wähler wären mit gutem Herzen einmalig dieser Verlängerung der Weihnachtsmärkte unsere Zustimmung geben. Und ich bitte Sie, an die Gewerbetreibenden, an die Marktbetreiber, an die Schausteller, die dort ihr Geschäft machen, zu denken, geben Sie sich einen Ruck, es geht hier um die Dresdner und die sächsischen Handwerkstreibenden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, wir setzen fort mit Bündnis 90 Die Grünen, Frau Filosjene. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe jetzt gerade so ein bisschen das Gefühl, hier so mehrere Rumpelstilzchen im Raum zu haben, die mit dem Fuß aufstampfen und sagen, also so ungefähr, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir im Wirtschaftsausschuss diesen Kompromiss gefunden hatten und da auch wirklich eine breite Zustimmung dann auch zu dem Beginn am Montag nach dem Totensonntag. Wir konnten dann in der Fraktionssitzung haben wir uns dann auch verständigt, dass wir mehrheitlich auch mitgegangen wären, sage ich jetzt schon mal, bei den thematischen Weihnachtsmärkten bis zum 3. Januar. Das ja, war irgendwie, wenn das nun so der Wunsch der Händler war, why not? Aber jetzt muss ich mal sagen, jetzt liegt dieses Rechtsgutachten vor und jetzt würde ich mir wünschen, erstens mal, dass nochmal hier auch fürs Publikum vom zuständigen Bürgermeister nochmal gesagt wird, was rechtswidrig wäre, wenn wir dem Ausschussbericht in Gänze zustimmen. Und vom Oberbürgermeister würde ich gerne wissen, ob er tatsächlich, wenn der Punkt thematische Weihnachtsmärkte in der Form des Wirtschaftsausschussberichtes abgestimmt wird, ob er dem widersprechen würde. Ich teile die Ansicht, die Herr Schäuber vorher gesagt hat, dass er das eigentlich müsste, aber ich würde es gern vom Oberbürgermeister selber hören. Und wenn es so ist, was habe ich von einem Beschluss, dem widersprochen wird? Also da ist doch gar nichts gewonnen. Deswegen würden wir auch dem Antrag der SPD, der den Wirtschaftsausschuss
Ausschussbericht an dieser Stelle korrigiert und auch die thematischen Weihnachtsmärkte eben 3 Tage eher anfangen lässt, aber dann auch am 24. beendet, zustimmen. Das scheint im Moment die rechtssichere Fassung zu sein. Ich wäre auch bei Frau Sturm, dass wir bei der künftigen Konzessionsvergabe sehr genau noch mal diskutieren müssten. Ich denke, in den Diskussionen hat sich herausgestellt, und das möchte ich jetzt gar nicht vertiefen, dass ein Beginn vor Toten Sonntag nicht mehrheitsfähig ist in diesem Rat. Aber dann müsste man gucken, wo diese Flexibilität dann vielleicht an anderer Stelle noch sein könnte. Ich begrüße es außerordentlich, dass jetzt auch Überlegungen da sind, eben die räumliche Position des Strietelmarkts zu entzerren, weil ich denke, wir müssen alle zusammen wirklich überlegen, was können wir tun, welches Hygienekonzept muss vorgestellt werden, damit er überhaupt stattfinden kann. Aber tatsächlich, so traditionalistisch bin ich an der Stelle auch, der Strietelmarkt gehört irgendwie wirklich zu Dresden und es wäre sehr schade, wenn er nicht stattfinden könnte. Also alles bemühen, dass er stattfinden kann, aber wir können jetzt hier nicht mit dem Fuß aufstampfen und sagen, er muss jetzt aber unbedingt bis zum 3. Januar oder beziehungsweise beim Strietelmarkt ist es ja gar nicht die Debatte, aber dann bei den thematischen Weihnachtsmärkten, sondern dann muss man die Realitäten ins Auge sehen und ich bin jetzt gespannt, was Herr Dr. Lames noch mal sagt und was der Oberbürgermeister noch sagt und ansonsten, wie gesagt, Zustimmung dann zum SPD-Antrag und dem geänderten Wirtschaftsausschussbericht, so der dann eine Mehrheit kriegt. Danke. So, und wir kommen zum Abschluss der Fraktionsrunde, die CDU-Fraktion, Herr Kaden. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, eins ist klar, der Strietelmarkt und auch die thematischen Weihnachtsmärkte werden in diesem Jahr anders sein. Und da müssen wir uns alle darauf einstellen und wir haben dazu auch schon im Ausschuss für Wirtschaftsförderung diskutiert. Die Verwaltung arbeitet an einer Vielzahl von Varianten, vergleicht, was kann man machen, um am Ende den Strietelmarkt durchzuführen, und da ist die Bandbreite relativ groß. Der Eindruck, der jetzt durch den Antrag der Linken erweckt wird, die Stadt würde hier ja schlafen und nichts entwickeln, dem möchte ich an dieser Stelle entgegentreten. Ich halte auch wenig davon, jetzt die Frage, die wir gerade diskutieren, wann soll der Strietelmarkt öffnen, wann soll er enden, jetzt mit der Frage des Hygienekonzeptes zu verbinden. Ich habe dort im Ausschuss viel Zutrauen gewonnen zu dem, was das Amt für Wirtschaftsförderung mit der Abteilung Märkte plant. Insofern ist dieser Antrag der Linken jetzt aus meiner Sicht, muss der nicht beschlossen werden. Wir werden darüber abstimmen. Wir werden dem jetzt nicht die Unterstützung geben, aber es passiert auch nichts Schlimmes, wenn er beschlossen wird. Für uns als Fraktion ist klar, die Idee einer Verlängerung tragen wir mit. Wir können uns vorstellen, dass der Strietelmarkt am 23.11., am Montag nach dem Totensonntag öffnet und am 24. endet, so wie bisher, und dass die thematischen Weihnachtsmärkte ein Zeitfenster haben vom 23.11. bis zum 3. Januar. Das halten wir für sinnvoll. Die Öffnung vor dem Totensonntag ist in meiner Fraktion mehrheitlich nicht zugestimmt worden. Wir haben hier doch eine ganze Reihe von Stimmen in unserer Fraktion, die aus christlichen Überlegungen, aber auch aus traditionellen Überlegungen heraus sich eine Öffnung vor dem Toten Sonntag auch unter Berücksichtigung dessen, was hier seitens der Händlervertreter angesprochen worden ist, können sich das nicht vorstellen. Insofern ist für uns der 23.11. der frühestmögliche Tag der Öffnung. Wir werden also beim Top 10 dem Ausschussbericht Wirtschaftsförderung zustimmen. Und beim Top 11 habe ich vorhin gerade gesehen, dass der Ausschussbericht im Finanzen, der heute getagt hat, unseren Intentionen nicht entspricht. Deshalb würde ich hier beantragen, dass wir auch beim Tagesordnungspunkt 11 über den Ausschussbericht Wirtschaftsförderung abstimmen, der also auch den 23.11. bis zum 3. Januar vorschlägt und damit die Verlängerung ermöglichen soll.
Was die rechtliche Bewertung hier aus dem Hause betrifft, der kann man sich anschließen, das muss man aber nicht. Und am Ende wird die Frage sein, wer dort wo steht. Ich glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier juristisch angegriffen werden, relativ gering ist. Aber auch das kann man unterschiedlich bewerten und zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Insofern habe ich unser Abstimmungsverhalten erklärt, wie wir heute hier abstimmen werden. Prinzipiell können wir uns eine Verlängerung vorstellen, und zwar in der Form, wie ich das gerade erläutert habe. Vielen Dank. Gibt es zunächst weitere Wortmeldungen? Herr Maloney und dann Herr Hannig. Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, was ich aus der Debatte jetzt hier mitbekommen habe und auch Gesprächen in den Fraktionen, merke ich, dass doch ein gewisser Zweifel da ist. Viele zweifeln, wollen das gern. Frau Fiusen, wir haben auch sehr viel, sehr lange konstruktiv darüber gesprochen. Aber man ist natürlich jetzt etwas verunsichert aufgrund der Einschätzung des Rechtsamtes. Daher noch drei Punkte von mir. Erstens, der Wumms, von dem man geredet wird, dass unsere Wirtschaft einen Wumms braucht, um voranzukommen. Der Wumms ist eben eine Woche, und das sind nicht nur 3 Tage. Zweitens, ich werde das jetzt nicht als offizielle Frage formulieren, aber ich möchte mal, dass jeder mal in sich geht und mal drüber nachdenkt, wie oft hat sich denn das Rechtsamt in seinen Einschätzungen in den letzten Jahren so geirrt? Weiß ich nicht. Also gab es bestimmt die ein oder andere Irrung, ne? Ich glaube, der Fraktionschef der Linken hat da wahrscheinlich die meiste Erfahrung in dem Punkt. Und als letztes, ist nicht mal böse gemeint. Und als letztes beantrage ich vor der Abstimmung nochmal eine 5-minütige Auszeit. Der Herr Arendt steht zur Verfügung für Fragen, für Diskussionen. Und ich möchte den Fraktionen nochmal die Möglichkeit geben, in diesen 5 Minuten nochmal über ihr Abstimmverhalten und das Signal, was wir heute hier nach außen senden wollen, nachzudenken. Und als letztes, ich glaube, das habe ich schon bei der Rede vorhin gesagt, ich möchte, dass wir über die Originalanträge abstimmen und nicht über die geänderten Fassungen. Danke. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, was Sie gesagt haben, Herr Maloney, ist im Wesentlichen das, was auch mir nochmal auf dem Herzen liegt. Gemeldet habe ich mich nochmal, weil mich aus der Debatte gerade der Herr Lohmeier angerufen hat, Vorsitzender des Tourismusverbandes der Landeshauptstadt, und hat mich gebeten, nochmal Folgendes zu sagen. Er hat gesagt, wir dürfen nicht immer nur in diesen wirtschaftlichen Punkten denken, und ich habe das gerne aufgenommen, weil wir uns nur vorhin so hart über das Thema Sozialismus oder Kapitalismus gefetzt haben. Und es wäre unschön, wenn die Weihnachtsmarktdebatte jetzt davon überschattet werden würde, dass wir da unterschiedliche Auffassungen haben, ist ja klar. Herr Lohmeier weist mich darauf hin, Sie alle nochmal dran zu erinnern, der Tourismusfaktor, die Hotelbranche schafft in Dresden 25.000 Arbeitsplätze. Und er bittet mich, Ihnen folgenden Gedanken nochmal nahezubringen. Eine Verlängerung der Märkte um 3 Tage erlaubt es den Arbeitgebern nicht, Pauschalkräfte einzustellen oder zusätzliche Leute zu akquirieren, weil für diese 3 Tage kriegt man keine Arbeitskräfte. Der Gedanke ist also zu sagen, wenn man verlängert, dann richtig. Dann geben Sie sich, ich verstehe Frau Fiusen, ich verstehe Sie wirklich nicht. Einmal stelle ich mich hierher und breche als Kapitalist und Porsche-Fahrer eine Lanze für Kellner und Studenten, die ein paar Euro verdienen wollen. Und dann machen Sie sich wieder lustig. Was soll ich denn noch machen? Also nochmal herzliche Grüße vom Herrn Lohmeier und auch vom Herrn Jeffrey Pöth, Chef der Dampfschifffahrt, die mir das auch nochmal so bestätigt haben. Es geht um eine ganze Menge Arbeitsplätze und es geht um das Geld von einfachen Leuten in Dresden auch, die sich freuen würden, wenn man eine Woche mehr Tourismus hätte. Dann kann man nämlich mehr verkaufen, dann kann man mehr Hotelplätze verkaufen, die Reisebüros können mehr Touristen herbringen, und viele Argumente von Herrn Maloney muss man natürlich auch sehen. Ein weiteres und letztes Argument wollte ich nochmal bringen, auch wenn es Herr Maloney gerade schon so ein bisschen angesprochen hat. Wir haben im Wirtschaftsausschuss darüber ja debattiert.
Ich möchte daran erinnern, was wir als Rat hier tun. Ja, wir wollen auf der einen Seite diskutieren wir, ob wir jetzt die Marktwirtschaft abschaffen. Auf der anderen Seite haben wir ja gerade schon erwähnt, der Schäuble hat ja schon oft genug die Stadt auch erfolgreich verklagt. Aber was ist denn unsere Aufgabe als Rat? Ja, wir geben denen Aufträge. Wenn wir sagen, Stadt macht ihren Kopf, wir wollen den verlängerten Striezelmarkt, dann müssen sie es umsetzen. Es ist doch nicht unsere Aufgabe, darüber zu diskutieren. Das kann der Dr. Brauns im Gericht machen oder Herr Schäuble oder ich oder der Herr Kollege. Entschuldigung, Herr Lommel, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, aber das ist doch nicht unser Job hier, soll sich das Rechtsamt im Kopf machen. Wir müssen eine politische Entscheidung treffen und sagen, diese Stadt will eine Verlängerung der Märkte. Und deswegen bitte ich darüber, nochmal nachzudenken. Ich merke an den Reaktionen schon wieder, wir werden hier niemals eine entideologisierte Debatte hinbekommen. Aber unsere Wähler, unsere Dresdner Bürger, die hören uns doch zu. Und die werden, die Masse der Dresdner sagt, wir wollen diese verlängerten Weihnachtsmärkte, weil uns das als Stadt was bringt. Und wir machen es ihnen kaputt mit Floskeln, mit irgendwelchen halbseidenen Erklärungen. Ich würde dringend auch die CDU-Fraktion darum bitten, diese Auszeit, finde ich eine tolle Idee, nochmal drüber nachzudenken, ob man nicht doch ein Stück weitergeht. Ja, dann soll die Stadt sehen, wie sie es rechtlich entscheidet. Also wir würden einen Kompromiss extrem unterstützen, wenn er irgendwie möglich wäre, so weitgehend, wie es nur denkbar ist und mal ohne Ideologie und ohne Gezauber und sich lustig gemacht. Ja, vielen Dank an die, die mir zugehört haben. Und Rest. So, weitere Wortmeldung habe ich von Frau Filius-Jene gesehen und Herrn Schäuble. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, also jetzt muss ich mal sagen, erstens, Herr Maloney, ich war so froh, dass wir im Wirtschaftsausschuss einen Kompromiss hatten, dem man eigentlich zustimmen konnte. Wenn Sie jetzt wieder, also um der reinen Lehre willen oder weil Sie vielleicht per Ordre de Mufti von oben nochmal den Auftrag erhalten haben, den Originalantrag einreichen wollen, also das ist doch nun, also was das soll, außer dass Sie sich da als der Retter der Witwen und Waisen irgendwie darstellen können. Also vielen Dank. Und der Herr Hanisch, da muss ich sagen, ja, da habe ich jetzt gelacht, weil wenn Sie sagen, für 3 Tage kriegt man eine Pauschalkräfte, wir verlängern ja den Markt um 3 Tage. Oder habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie dann nach 3 Tagen wieder rausfliegen sollen? Also ich denke, man nimmt ja dann die Pauschalkräfte für den gesamten Markt und dann ist es völlig wurscht, ob es nur diese 3 Tage vorne dran sind. Also da erwarte ich ja schon mal irgendwie ein bisschen ein vernünftiges Argument. Und das Letzte ist, es waberte jetzt hier rum irgendwas, gute Idee von einer Auszeit. Ich habe nicht gehört, dass die beantragt worden wäre, deswegen beantrage ich. Haben Sie? Okay. Also ich würde gerne eine 5-minütige Auszeit haben, und aber vorher dann noch die Stellungnahmen, damit wir auch wissen, worüber wir sprechen. Danke. Herr Schäuble. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wenn man der Debatte folgt, könnte man zu dem Eindruck gelangen, dass manche Mitglieder des Stadtrates nach der Devise vorgehen, der Zweck heilige die Mittel. Und ich sage Ihnen, auch ein guter Zweck und ein nachvollziehbarer Zweck heiligt die Mittel eben gerade nicht. Und ich möchte mich, weil das jetzt mehrfach eine Rolle gespielt hat, nochmals mit der Stellungnahme des Rechtsamtes auseinandersetzen. Sie können davon ausgehen, dass ich Stellungnahmen des Rechtsamtes der Landeshauptstadt Dresden grundsätzlich mit größtem Misstrauen begegne. Und zwar aus eigener langjähriger Erfahrung. Und genauso bin ich an diese Stellungnahme herangegangen. Und muss jetzt einfach im Ergebnis feststellen, dass mich diese Stellungnahme überzeugt hat. Und es kann ja nicht schaden, wenn man, meine Damen und Herren, eine solche Entscheidung zu treffen hat, ein bisschen auch was weiß vom Wirtschaftsverwaltungsrecht und von den Rechtsgrundlagen und von den streitentscheidenden Normen und entsprechend dann mal diesen Sachverhalt anwendet auf diese Rechtsgrundlagen. Wir haben
zu beachten die Jahr- und Spezialmarktsatzung der Landeshauptstadt Dresden. Wir haben 68 fortfolgende der Gewerbeordnung anzuwenden. Und nun habe ich gehört, den Verweis auf andere Städte, der ist aber nicht zielführend. Denn andere Städte können andere Ausschreibungen durchgeführt haben und insofern hilft uns das hier nicht weiter. Das Problem ist, die Landeshauptstadt Dresden hat eine Ausschreibung durchgeführt für den Striezelmarkt und hat damit Beginn und Ende dieses Marktes eindeutig definiert. Und nun sind unwesentliche Abweichungen oder eine unwesentliche Abweichung zulässig, und zwar unter Bedenken zulässig. Auch das hat das Rechtsamt überzeugend ausgeführt. Und da kann man nicht einfach so drüber hinweggehen und einfach das alles wegwischen, als wäre es nichts und sagen, ach, wo kein Kläger, da kein Richter. Nein, die sächsische Gemeindeordnung verpflichtet den Oberbürgermeister dann, wenn der Stadtrat eine rechtswidrige Entscheidung trifft, zu widersprechen. Das muss er tun, da hat er keinerlei Ermessensspielräume. Und diese Stellungnahme ist nun mal unterschrieben vom Beigeordneten für Recht. Das ist ja nun nicht irgendwer. Ich gehe also davon aus, dass man sehr sorgfältig geprüft hat, dass man zu diesem Ergebnis gekommen ist und dass der Oberbürgermeister sich auch über dieses Ergebnis nicht hinwegsetzen wird. Und insofern kann ich mich da Frau Filius jene anschließen. Ich bitte da um Ausführungen durch den zuständigen Beigeordneten und auch um eine Positionierung des Oberbürgermeisters, wie er sich hier im Falle einer entsprechenden Beschlussfassung durch den Stadtrat dann dazu positionieren würde. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, ich sehe jetzt erstmal keine weiteren Wortmeldungen. Und bevor wir in die beantragte Auszeit gehen, möchte ich noch einige Ausführungen meinerseits dazu machen. Beginnen wir mit den Thematiken, die auf der Beschlussthematik liegen. Zunächst den Ergänzungsantrag zum Thema Hygienekonzept. Ja, selbstverständlich, nach der derzeit geltenden Corona-Schutzverordnung muss ein Hygienekonzept erstellt werden für den Striezelmarkt oder für die Märkte generell in der Durchführung für Weihnachtsmärkte, ist auch explizit aufgeführt. Die derzeitige Corona-Schutzverordnung hat nur ein deutliches Enddatum und das ist der 2. November. Und insofern habe ich im Moment gar keine gültige Rechtsverordnung, auf der ich ein Hygieneschutzkonzept erstellen kann, sondern ich kann mich mit den heute geltenden Rechtsverordnungen auseinandersetzen, kann daraufhin entsprechend konzeptionelle Überlegungen anstreben. Aber eine Rechtsverbindlichkeit in Richtung der Beschicker kann ich zum derzeitigen Status quo nicht herstellen. Das ist ein Dilemmata, sehr wohl für die Händler. Das ist auch ein Dilemmata für die Veranstalter, denn die heutigen Rechtsgrundlagen sind nicht geeignet, ohne weiteres Weihnachtsmärkte durchzuführen, auch wenn es die politische Deklaration als Ziel gibt, dass wir dies in Sachsen machen wollen. Da ist noch eine weitere Diskussionsrunde auch mit den Ministerien und mit den Verordnungsgebern notwendig, die ja im Moment auch parallel laufen. Insoweit ist das ein deklaratorischer Beschluss, den wir ohnehin zu machen haben, gegen den theoretisch nichts einzuwenden ist, aber der im Moment noch nicht umsetzungsfähig ist. Was ist zu den Anträgen zu sagen? Bei dem Striezelmarkt gibt es, und so würde ich mich dann auch dazu verhalten, eine Stellungnahme, dass wir sagen, wir können im Rahmen dessen, was wir auch in Ausschreibung gemacht haben, im unwesentlichen Bereich bis zu 10% dann Abweichungen realisieren unter rechtlichen, ich sage mal, Restrisiken, aber vertretbaren Restrisiken. Insoweit eine Beschlussfassung, so wie es der Wirtschaftsausschuss federführend empfohlen hat,
würde ich mitgehen, korrespondiert auch mit den Vorgesprächen, die wir gemacht haben, mit wesentlichen Partnern von uns. Und ich sage, der Striezelmarkt und auch das adventliche Dresden lebt davon, dass wir die Auftaktveranstaltung gemeinschaftlich in der Kreuzkirche durchführen und dann auf den Markt hinausgehen. Und da gibt es eben die Signale, die sagen, eine Eröffnung vor dem Toten Sonntag wird die Kirche nicht mit begleiten, was ich auch für richtig empfinde. Und von der Seite her steht mir das entgegen. Wir haben auch, das muss man beim Striezelmarkt immer sagen, ich habe jetzt die genaue Zahl jetzt nicht präsent, aber man kann vereinfacht sagen, ungefähr in der Regel doppelt so viele Anträge wie Standplätze. Also wenn ich da deutlich davon abweiche, ist das Risiko, dass ich da Kläger habe, also wo kein Kläger, da kein Richter, aber dass ich da entsprechende Abweichung eingehe und dann verklagt werde und erfolgreich verklagt werde, ist gegeben. Wir haben da viele Jahre leidvolle Erfahrungen, sind sehr froh, dass wir seit einigen Jahren frei von verlorenen Klagen oder überhaupt Klageerhebungen sind. Also insofern werde ich dem federführenden Ausschussbericht Wirtschaftsförderung meinerseits folgen. Weitergehenden sehe ich rechtlich bedenklich, gilt generell für die Anträge. Ich werde die natürlich nach Beschlussfassung dann mir genau anschauen. Bei den thematischen Weihnachtsmärkten ist die Situation in meinen Augen etwas modifizierter. Wir haben die thematischen Weihnachtsmärkte unter Rahmenbedingungen ausgeschrieben. Wir haben für jeden der thematischen Weihnachtsmärkte lediglich einen Bieter bekommen. Insofern ist von der Seite des Konkurrentenklage das Thema über sich. Herr Arendt hat es vor uns auch ausgeführt, dass wir derzeit sehen, das ist ja Rahmenbedingung auch der Ausschreibung gewesen und auch Grundlage, dass wir derzeit ungefähr 50% weniger Gäste in dieser Stadt haben. Ich würde diese Thematiken selbstverständlich in meine rechtliche Würdigung und in die notwendige rechtliche Würdigung mit einfließen lassen und sage nicht, dass ich zwingend mit dem, was mir bisher an fachlichen Thematiken vorliegt, hier eine Beschlussfassung widersprechen muss. Wie gesagt, ich prüfe das nochmal sauber, aber so wie auch hier der Wirtschaftsförderausschuss empfohlen hat, sage ich nicht zwingend, hier ist zu widersprechen. Und jetzt entschicke ich Sie in die Auszeit.
So, meine Damen, meine Herren, können wir fortsetzen? So, nach der Auszeit. Weitere Wortmeldung, ich sehe Herrn Scholbach und das wäre auf jeden Fall steht die Möglichkeit des Schlusswortes, Einreichers und so weiter. Das arbeiten wir jetzt ab. Erstmal Herr Scholbach. Ich möchte keinen Redebeitrag halten, sondern eine Frage aufwerfen
zu der Sie mich, Herr Oberbürgermeister, veranlasst haben mit Ihren Ausführungen. Und zwar richtet sich die Frage an den Beigeordneten für Recht. Die Stellungnahme des Rechtsamtes vom heutigen Tag ist ja ausführlich besprochen worden während dieser Debatte. Und auf Seite 2 unten führt das Rechtsamt ja Folgendes aus: Das gemäß Beschlussvorschlag formulierte Ansinnen der Verlängerung der thematischen Weihnachtsmärkte Dresdens vom 19. November bis 3. Januar ist mit dem Vergaberecht nicht vereinbar. Eine entsprechende Beschlussfassung und Durchführung wäre wettbewerbswidrig. Ich möchte einfach gern wissen, ob diese Einschätzung des Rechtsamtes jetzt gilt oder ob sie nicht gilt oder ob sich zwischen Versand dieser schriftlichen Stellungnahme und dem jetzigen Zeitpunkt da an der Einschätzung etwas geändert hat. Das wüsste ich einfach gern mit Blick auf die bevorstehende Abstimmung, damit wir da eine klare Grundlage haben. Und zweitens noch eine Anmerkung, falls diese Einschätzung des Rechtsamtes Gültigkeit hat und zutreffend wäre, dann hätte dies ja zur Folge, selbst wenn der Oberbürgermeister aus welchen Gründen auch immer nicht einer entsprechenden Beschlussfassung widersprechen sollte, dass dann natürlich die Gefahr besteht, dass die Landesdirektion Sachsen als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde diesen Beschluss beanstandet. Und da ist natürlich die Frage, was man damit gewonnen hätte, außer einer wochenlangen Unsicherheit und einem Verhalten, was dann eher einer echter nachher Springprozession gleicht. Aber das nur zur Anmerkung. Ich bitte einfach den Beigeordneten für Recht um Beantwortung dieser Frage. Bitte der Beigeordnete für Recht. Ja, wenn er das Wort hat. Ein Einschreiten der Rechtsaufsicht in einer solchen Situation, wenn die Rechtsaufsicht zu der Auffassung käme, die Beschlussfassung wäre rechtswidrig, stünde immerhin auch im Ermessen der Rechtsaufsicht. Das ist ein Unterschied zu der Situation, in der sich der Oberbürgermeister befindet. Am Ende kommt es auf die Meinung des Oberbürgermeisters an. Die hat er vorhin geäußert und ich glaube, damit kann jetzt jeder arbeiten. Und diese Meinung muss er sich bis eine Woche nach einer Beschlussfassung bilden. Und die Haltung, die er jetzt eingenommen hat, liegt Ihnen vor. Mehr kann man dazu eigentlich jetzt nicht ausführen. Und dementsprechend haben wir unsere Regeln und das ist auch gut so. Und die Regeln werden auch durch Corona nicht außer Kraft gesetzt. Das gilt für den Stadtrat genauso wie für das öffentliche Wirtschaftsrecht. Und insofern müssen Sie, glaube ich, mit den Auskünften leben, die Sie jetzt bekommen haben. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Wird das Schlusswort gewünscht des Einreichers? Dann werden wir so langsam in die Abstimmung schreiten. Bei der Abstimmung, ich versuche, dass ich nichts vergesse. Wenn dennoch der Fall, dann bitte ich, das mir mitzuteilen. Vom Einreicher selbst, das halte ich als die weitestgehenden Anträge, ist beantragt worden, in beiden Fällen den Originalantrag zur Beschlussgrundlage zu nehmen. Wenn das nicht erfolgreich wäre, ist dann im Falle des Antrages zu Tagesordnungspunkt 11 von Herrn Kaden beantragt worden, den Wirtschaftsförderungsausschuss als Abstimmungsgrundlage zu nehmen. Wenn das wiederum nicht die Mehrheit fände, würden wir dann in beiden Fällen über die federführenden Ausschussberichte abstimmen. Zu diesem liegt mir im Tagesordnungspunkt 10 ein Ergänzungsantrag Fraktion Die Linke vor und im Tagesordnungspunkt 11 ein Änderungsantrag SPD. Das hängt jetzt immer ein bisschen davon ab, was Abstimmungsgrundlage ist, inwieweit das Gültigkeit hat. Aber ich glaube, in allen Fällen ist das auch im Änderungsantrag SPD der Fall, sodass wir auch über den dann abstimmen würden. Das sind die Anträge, die mir vorliegen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Ich sehe keine Proteste. Dann starten wir mal mit dem Tagesordnungspunkt 10. Hier geht es um die Verlängerung des Striezelmarktes. Beantragt ist, dass wir zur Abstimmungsgrundlage den Originalantrag machen. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen, das ist die deutliche Mehrheit, damit wäre dieses Ansinnen abgelehnt, damit wäre die Grundlage unseres Handelns der federführende Ausschussbericht und hier dazu gibt es einen Ergänzungsantrag Fraktion Die Linke. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Ja, 38 Nein, 15 Enthaltung, damit auch abgelehnt. Damit kommen wir jetzt über den unveränderten federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltungen. Ja, 66 Ja-Stimmen, 2 Nein, 3 Enthaltungen, damit so deutlich angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11. Hier geht es um die Verlängerung der thematischen Weihnachtsmärkte. Auch hier war beantragt, zunächst als Abstimmungsgrundlage den Originalantrag herzunehmen. Wer dafür ist, den Originalantrag zur Abstimmungsgrundlage zu nehmen, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenprobe. Letztes ist die überwältigende Mehrheit. Damit wäre das abgelehnt. Dann ist als nächstes beantragt worden von Herrn Kaden, den Ausschussbericht Wirtschaftsförderung zur Abstimmungsgrundlage zu nehmen. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? Ersteres war deutlich die Mehrheit, aber weil wir sie so schön gezählt haben, wollen wir es auch bekannt geben. Das ist die abendliche Mathematik. 54 Ja. 2 Nein, 14 Enthaltungen. Dann haben wir zu diesem dieser Grundlage jetzt des Wirtschaftsförderausschusses einen Änderungsantrag der SPD. Wer diesem Änderungsantrag der SPD folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen. Das ist die überwältigende Mehrheit, wäre damit abgelehnt. Und damit können wir über diese Abstimmungsgrundlage jetzt auch, nämlich den Ausschussbericht Wirtschaftsförderung, die Schlussabstimmung machen. Wer diesem seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung. Macht nach Auszählung 47 Ja, 20 Nein und 3 Enthaltungen damit so beschlossen. Dann, bitte schön, Frau Filosine.
Ja, ich würde nur ganz kurz unser Abstimmungsverhalten erläutern. Die Darlegung des Oberbürgermeisters, dass bei den thematischen Weihnachtsmärkten nur jeweils ein Bieter da war, hatte meine Fraktion dann jetzt doch dazu gebracht zu sagen, wir gehen jetzt an der Stelle das Risiko ein. Wenn es einkassiert wird, dann ist es so, wenn sich es als rechtswidrig herausstellt. Aber ansonsten hatten wir eben in der Fraktion uns mehrheitlich hinter den Ausschussbericht Wirtschaft gestellt und das jetzt hier eigentlich auch nochmal einfach wiederholt. Und wir werden sehen, wie es ausgeht. So, damit setzen wir in der Tagesordnung jetzt wieder von vorne fort.